Herzlich willkommen bei Julian Reichelt. Es ist Freitag und die Impfpflicht ist krachend gescheitert. Das sollte eigentlich ein Grund zu feiern sein, ist es aber nicht. Geplant hatte die Ampelregierung nicht weniger als den größten politischen Wortbruch in der Geschichte der Bundesrepublik. Erinnern wir uns noch einmal kurz zurück. Fast 2 Jahre lang verunglimpften nahezu alle Parteien und fast alle Politiker, Bürger und Wähler, die vor einer Impfpflicht warnen, als Verschwörungstheoretiker und rechte Wirrköpfe. Das ganze Land hat über das Impfen gesprochen. Bei jeder Familienfeier, in jeder Kneipe gab es nur dieses Thema. Wir haben uns einander so vorgestellt mit genau diesen Worten. Guten Tag, mein Name ist Julian Reichelt und ich bin geimpft. Aber wehe, man warnte, es würde eines Tages eine Impfpflicht geben. Dann bekam man es mit der Staatsmacht zu tun. Menschen, die gegen eine mögliche Impfpflicht demonstrieren gingen, wurden von Journalisten und Politikern in eine Reihe mit Neonazis gestellt. Nazis raus, rief man ihnen entgegen. Sie konnten für eine Meinung, eine Warnung, die sich heute als vollkommen richtig herausgestellt hat, Freunde und gar ihren Job verlieren. Die Regierung hat beim Thema Impfpflicht Gesellschaft und Familien gespalten. Das hier war die offizielle Regierungslinie in Deutschland und wer davon abwich, der bekam Probleme. Eine Impfpflicht wird es nicht geben. Nachrichten und Beiträge, die etwas anderes behaupten, sind falsch. Dieser Tweet hat 2 Dimensionen. Erstens, ein politisches Versprechen von höchster Stelle vom Gesundheitsministerium, von dem Millionen Menschen in diesem Land immer schon ahnten, dass man versuchen würde, es zu brechen. Haben Sie das auch vielleicht mal gesagt im Büro oder zu Freunden? Seien Sie ruhig, Sie verbreiten hier Fake News, Sie Aluhut, Sie Schwurbler, Sie. Zweitens, wenn die Regierung falsch nennt, was stimmt, wenn die Regierung als Fake bezeichnet, was Fakten sind, als Verschwörungstheorie verunglimpft, was sie wenig später zum Gesetz machen will, dann wird es gefährlich in einer Demokratie. Vergessen wir nicht, wir haben es mit einer Bundesregierung zu tun, die Menschen strafrechtlich verfolgt, wenn sie Fake News verbreiten. Wenn sie sagen, was der Regierung nicht passt, dann kann der Staatsanwalt bei ihnen klingeln. Warum klingelt der Staatsanwalt nicht bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach oder bei Bundeskanzler Olaf Scholz? Die nämlich haben Fake News verbreitet. Schauen Sie mal. Erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Zum einen haben wir versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Daran muss man sich als Staat dann auch halten. Ich finde, es wäre falsch, wenn jetzt eine Debatte beginnt über Impfpflichten und Ähnliches. Jetzt kommt das politische Argument. Natürlich wissen wir alle, dass eine Impfpflicht also nicht durchsetzbar wäre, weil die Menschen, die in Deutschland also sich nicht impfen lassen wollen. Die gute Nachricht über unsere Regierung lautet, die Ampel kann nicht einmal Wortbruch. Der Antrag aus dem Lauterbach-Lager, eine Impfpflicht ab 60 Jahren einzuführen, wurde abgelehnt. Es ist jetzt amtlich. Es gibt keine Mehrheit für das, was uns Karl Lauterbach und seine Gesinnungsgenossen als Mehrheitsmeinung verkauft haben. Und das seit Monaten. Da steht natürlich voll im Vordergrund die Niederlage bei dem Versuch der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Das ist im Deutschen Bundestag nicht möglich gewesen. Es hat eine klare und auch bittere Niederlage für alle Impfpflichtbefürworter gegeben. Das ist auch für mich der Fall natürlich. Es wird keine Impfpflicht in Deutschland geben und trotzdem hat sie unser Land verändert, zum Schlechteren. Die Debatte hat normalisiert, was in einer Demokratie niemals normal sein darf. Die gescheiterte Minderheit droht der Mehrheit jetzt mit Rache, versucht sie einzuschüchtern und kriminalisiert alle, die aus ihrer Sicht die falsche Meinung vertreten. Nur Minuten nach der Abstimmung im Bundestag ging es los. In den sozialen Medien trendete blitzartig das Wort Lockdown. Was ist die Botschaft dahinter? Ganz einfach. Wer nicht für die Impfpflicht ist, wird jetzt mit einem Lockdown bestraft. Das ist nichts anderes als eine offene Drohung mit Freiheitseinschränkungen für die falsche Meinung. Wenn nicht alle unserer Meinung sind, dann verbieten wir eben für alle in die Kneipe zu gehen. Sie drohen nicht etwa versteckt, sondern vollkommen schamlos und offen damit. Hier ein Tweet der grünen Jugendchefin Sarah Lee Heinrich, größte Nachwuchshoffnung aller Verbotsfanatiker in unserem Land. Jährlich grüßt der Herbstlockdown, Hashtag Impfpflicht. Und hier Sarah Lees Spielgefährte bei den Grünen, bei der grünen Jugend, Timon Sinus. Sorry, aber ich bin genervt und wütend darüber, dass es nach über 2 Jahren Pandemie und Monaten der Diskussion immer noch keine allgemeine Impfpflicht geben wird. Wenn demokratische Abstimmungen dich wütend machen und nerven, lieber Timon, dann ist Djibouti vielleicht ein guter Ort für dich, denn dort gibt es weniger Demokratie und mehr Impfpflicht. Und hier noch einmal unser Freund Karl Lauterbach, am Morgen nach der Impfpflichtklatsche. Was folgt daraus mittelfristig?
mittelfristig erfolgt daraus also dreierlei. Zum einen, wir haben keinen Spielraum mehr für weitere Lockerungen. Die Lockerungen können jetzt nicht fortgesetzt werden. Wir haben das, was wir an Lockerungen machen konnten, haben wir verbraucht. Was meint Karl Lauterbach damit? Es ist vollkommen klar, was er damit meint. Er wird jetzt alles dafür tun, das ganze Land für seine Niederlage mit einem Lockdown zu bestrafen. Sie werden es in den letzten Monaten schon mitbekommen haben. Wann immer Sie etwas denken, was in der Berliner Regierungselite unerwünscht ist, sind Sie natürlich ein Nazi. Das gilt inzwischen sogar im Parlament. Die Regierung schafft es nicht, eine eigene Mehrheit für die Impfpflicht zu bekommen. Was macht sie? Sie beschimpft daraufhin die komplette CDU. Hier der SPD-Abgeordnete Joe Weingarten auf Twitter. Zum ersten Mal seit 1945 jubeln die Faschisten im Reichstag wieder. Dank der CDU. Ein Tiefpunkt des Parlaments. Ein Tiefpunkt? Es war eine Abstimmung. Ich übersetze das mal für Sie. Wer gegen mich ist, ist so schlimm wie Hitler. Genau diese Argumentation wird Ihnen zukünftig auch immer häufiger bei der Arbeit begegnen, wenn Sie nicht das sagen, was alle sagen. Sie waren gegen eine Impfpflicht, als sie niemals kommen sollte? Dann waren Sie ein Nazi. Sie waren gegen eine Impfpflicht, als sie unbedingt kommen sollte? Sie ahnen es. Dann waren Sie auch ein Nazi. Die Abstimmung gegen die Impfpflicht war übrigens auch eine Niederlage für die öffentlich-rechtlichen Medien, die unbedingt eine Impfpflicht haben wollten. Bei den Woke-Fanatikern vom Deutschlandfunk reagiert man darauf ein bisschen eingeschnappt. Auf Twitter schreiben sie, die politische Stimme der Wissenschaft, damit meinen sie FDP-Bildungsministerin Stark-Watzinger, hat bei der Impfpflicht mit Nein gestimmt. Sollte man zur Kenntnis nehmen. Sollte man zur Kenntnis nehmen. Das soll hier natürlich bedeuten, deinen Namen merken wir uns. Das werden wir dir nicht vergessen. Ich bin gespannt, wie der Deutschlandfunk künftig über die FDP-Politikerin berichtet, die sich hier gegen die Wissenschaft gestellt hat. Was ist das eigentlich für ein Weltbild, in dem die Wissenschaft exakt eine Stimme hat und diese Stimme genauso stimmen muss, wie die öffentlich-rechtlichen Medien sich das wünschen? Und dann natürlich der älteste, schmutzige Trick der politischen Propaganda. Auch den haben wir erlebt. Der politische Gegner bringt den Tod. Wer nicht für uns ist, gefährdet Menschenleben. Wer nicht unserer Meinung ist, ist eine Gefahr. Wir hören noch einmal Karl Lauterbach, der vor wenigen Monaten noch gegen eine Impfpflicht war und jetzt den Gegnern dieser Impfpflicht vorwirft, für die Corona-Toten im Herbst verantwortlich zu sein. Wir haben nach wie vor zero Fallzahlen. Wir haben 200 bis 300 Tote pro Tag. Die Zahl der Menschen, die sterben, steigt derzeit sogar noch an. Im Herbst müssten wir erwarten, dass die Lage sich nicht also verbessert, sondern verschlechtert. Wir werden auch eine Sommerwelle wahrscheinlich haben. Da stimme ich der Einschätzung von Herrn Drosten zu. Für Karl Lauterbach ist nicht mehr ein Virus die tödliche Bedrohung, auch nicht Menschen, die sich gegen Corona nicht impfen lassen wollen, sondern alle Menschen, die beim Thema Impfpflicht nicht seiner Meinung sind. Das ist das gefährliche Virus der Spaltung, das Lauterbach und seine Gang in unserem Land verbreitet haben. Lassen Sie sich nicht davon anstecken. Gerechtigkeit und Frieden. Informationen, Nachrichten für eine bessere Welt.